Ja, liebe Freunde, und damit herzlich willkommen hier bei Assassin's Creed, dem ersten Teil mit unserem guten Altair, da wo die Geschichte für uns alle begann. Und ich will auch gar nicht lange rumlabern, wir wollen gleich mal reinstarten. Natürlich neues Spielchen, ich habe schon mal durchgezockt, wie ihr bestimmt auch. Aber es ist einfach eine zu schöne Geschichte, um sie nicht nochmal zu erzählen. Deswegen würde ich sagen, much fun und game on mit Assassin's Creed. Ich richtete mein Herz darauf, die Weisheit zu erkennen und die Torheit und Wahrheit sein. Ich erkannte, dass auch dies ein Streben nach Wind war. Denn in der ganzen Weisheit ist viel Verlust. Und wer Erkenntnis nährt, nährt das Leid. Es gibt ein Problem. Ich kann ihn nicht in der Erinnerung verankern. Er lehnt die Behandlung ab und zieht sich zurück. Wow. Versuchen Sie, sich zu entspannen. Ich stabilisiere ihn. Alter. Konzentrieren Sie sich auf die Stimme. Erkennen Sie das Nichts, was Sie sehen, real aus. Nur Bilder aus der Vergangenheit. Ihnen kann nichts passieren. Okay, das ist ja noch Tutorial. Verdammt, es klappt nicht. Schon eine halbe Ewigkeit her, wo ich das mal gezockt habe. Okay, Schwunden. Er passt sich an. Ja. Das erste Mal ist nie. Ja. Es geht schief. Wenn es mal das erste Mal wäre. Das reicht, Miss Dirne. Boah. Wir müssen ihn herausholen. Sofort. Das ist ja Klapper, ey. Das ist ja furchtbar. Okay, das ist gut. Wir werden jetzt versuchen, sie da rauszuholen. Alles okay? Ich sagte doch, dass ihm nichts passiert. Schweine! Na, na. Ich habe gerade ihr Leben gerettet. Mein Leben gerettet? Sie haben mich entführt, mich an dieses Ding angeschlossen. Animus. Es ist ein Animus. Ich kenne Sie noch nicht einmal. Warum tun Sie mir das an? Sie haben Infos, die wir benötigen, Mr. Miles. Informationen? Ich bin ein Barkeeper, verdammt. Was wollen Sie von mir? Lernen, wie man einen Martini mixt? Wir wissen, wer Sie sind. Was Sie sind. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Spielen Sie nicht den Dummen. Wir haben keine Zeit. Sie sind ein Assassine. Und ob es Ihnen klar ist oder nicht, Sie besitzen etwas, das meine Arbeitgeber haben wollen. Es ist tief in Ihrem Kopf verborgen. Aber ich bin kein Assassine. Nicht mehr. Ja, das steht auch in unseren Akten. Irgendwas von einer Flucht. Sehr zum Glück für uns. Was wollen Sie von mir? Dass Sie tun, was wir Ihnen sagen. Der Animus wird uns helfen, zu finden, was wir suchen. Wenn wir es haben, können Sie gehen. Ich gehe da nicht wieder rein. Dann legen wir Sie ins Koma und machen alleine weiter. Und wenn wir fertig sind, lassen wir Sie sterben. Ehrlich gesagt, der einzige Grund, dass Sie noch bei Bewusstsein sind, ist, dass es uns viel Zeit erspart. Sie sind verrückt? Also was nun, Mr. Miles? Leben oder sterben? Legen Sie sich hin. Eine weise Entscheidung. Wo bin ich? Im Innern des Animus. Das heißt? Ein Projektor, der genetische Erinnerungen in 3D erzeugt. Genetische Erinnerung? Scheinbar brauchen Sie eine Art Einweisung. Nun gut. Wir fangen ganz einfach an. Was ist eine Erinnerung, Mr. Miles? Eine Aufbereitung früherer Ereignisse. Spezifisch für die Person, die sich daran erinnert. Ja, sicher. Was, wenn ich Ihnen sagen würde, dass ein Mensch nicht nur seine individuellen Erinnerungen besitzt, sondern auch die seiner Vorfahren? Genetische Erinnerungen, wenn Sie so wollen. Wanderung,
Winterschlaf, Fortpflanzung. Woher wissen Tiere, was sie wann und wo tun sollen? Das ist der Instinkt. Jetzt streiten wir uns um Worte, Mr. Miles. Wie Sie es auch nennen, die Tatsache bleibt, diese Wesen verfügen über Wissen, das in ihrer individuellen Erfahrung nicht enthalten ist. Ich habe 30 Jahre gebraucht, um zu verstehen, warum. Ich habe etwas Faszinierendes entdeckt. Unsere DNS fungiert als Archiv. Sie enthält nicht nur genetische Baupläne von früheren Generationen, sondern auch deren Erinnerungen. Die Erinnerungen unserer Vorfahren. Und der Animus lässt Sie diese DNS-Daten dekodieren und lesen? Exakt. Aber es geht nicht. Das ist die Erinnerung, auf die wir zugreifen möchten. Aber wenn wir versuchen, sie zu aktivieren, zieht sich ihr Geist zurück. Ihnen fehlt das Vertrauen, in den Körper ihres Ahnen zu schlüpfen. Das ist auch eben passiert. Sie wurden aus der Zielerinnerung gestoßen und kehrten zurück in einen stabileren Zustand. Warum? Ihr Unterbewusstsein. Es wehrt sich. Wir haben ähnliche Reaktionen bei Patienten festgestellt, die hypnotisiert werden, um traumatische Vorfälle wiederzuerleben. Wir müssen vorsichtig sein. Und auch dann gibt es Probleme. Und was machen wir jetzt? Wir finden eine Erinnerung, die Sie akzeptieren können. Sie werden sich daran gewöhnen. Langsam aber sicher. Noch näher kommen wir nicht ran. Also müssen wir hier anfangen. Ich lade jetzt das Einführungsprogramm. Wie nett, uns einfach gefangen zu halten. Aber naja, wir werden schon damit klarkommen. Was bleibt uns auch anders rüber? Warnung, Datenstrom instabil. Versuche, Synchronität wiederherzustellen. Machen wir. Hallo, Subjekt 17. Dieses Tutorial wurde erstellt, damit Sie sich besser mit der Steuerung des Animus vertraut machen können. Danke. Anweisungen folgen in Kürze. Der Synchronitätsbalken zeigt, wie synchron Sie mit den Erinnerungen Ihres Ahnen sind. Mhm. Falls Sie jemals asynchron werden, stellt der Animus die letzte synchrone Position wieder her. Es droht eine komplette Desynchronisierung. Bitte befolgen Sie die kommenden Anweisungen, um die Systemstabilität wiederherzustellen. Ich versuch's. Der Animus benutzt ein Puppenspielerkonzept, um die Aktionen Ihres Ahnen zu steuern. Ich lade Subroutinen, um die Anpassung Ihres Körpers an den Animus zu überprüfen. Mhm. Wir beginnen damit, die Standardaktionen aller Eingaben kennenzulernen. Okay. Kleines Vorgeplinkel. Wenn Sie stillstehen, benutzen Sie die Kopftaste, um Ihre Umgebung zu erkunden. Da sind bloß zwei. Das sind, glaube ich, nochmal dieselben. Benutzen Sie nun Ihre leere Hand, um durch die Krugträger zu gelangen, ohne dass Sie Ihre Krüge fallen lassen. Das machen die schon. Gehen Sie zu der Markierung, um die Synchronisierung fortzusetzen. Oh. Ups. Der schubt die ja total weg. Ernsthaft? Friedliches Stoßen. Ach so, ich muss halt... man sollte sich das vielleicht auch mal durchlesen, was da unten steht. Ich mach mal ganz langsam. Auch schön, dass hier mir so beigebracht wird, erstmal alle Leute anzutatschen hier. Na, krieg ich diesmal hin. Obwohl ich weiß, dass beim ersten Teil ich bei der Steuerung sowieso ein paar Problemchen haben werde. Weil so dolle ist die leider nicht. Meiner Meinung nach. Der Animus unterscheidet zwischen zwei unterschiedlichen Modi. Unauffällig und auffällig. Unauffällige Aktionen sind sozial akzeptabel.
Auffällige Aktionen sind eher actionorientiert. Mhm. Halten Sie die Modustaste auffällig gedrückt, um zu sehen, wie Ihr Heads-Up-Display den Kontext der Puppenspieler-Eingaben verändert. Exzellent. Danke. Wir setzen die Synchronisierung fort, indem wir einige auffällige Aktionen testen. Greifen und werfen Sie dieses Individuum gegen die Markierung, indem Sie die leere Handtaste im auffälligen Modus benutzen. Ciao. Gut. Benutzen Sie die Beintaste im auffälligen Modus, um zu sprinten. Sprinten ist sehr nützlich, um zu fliehen oder ein flüchtendes Ziel einzuholen. Passen Sie aber auf, nicht mit jemandem zusammenzustoßen. Sie könnten stolpern und zu Boden fallen. Sprinten und erreichen Sie die Markierung vor diesem Mann. Darf ich? Ciao. Ey, Alter. Gut gemacht. Loser. Der Animus versorgt Sie mit weiteren wichtigen Informationen. Das Symbol sozialer Status gibt Ihnen Aufschluss über Ihren Zustand. Die unterschiedlichen Zustände werden bald im Kontext erklärt. Dieses Symbol erscheint, wenn ein Soldat Sie ansieht. Die gelbe Farbe bedeutet, dass der Soldat sich Ihrer entweder nicht bewusst oder misstrauisch ist. Um die Zustandsänderung zu illustrieren, greifen Sie diesen Soldaten nun unauffällig an. Schalten Sie ihn zunächst als Ziel auf. Nun wählen Sie Ihre verborgene Klinge. Darf ich? Gehen Sie mit ausgewählter Klinge zu dem Soldaten und drücken Sie auf die Waffenhandtaste, um ihn zu töten. Hi. Ciao. Ja, das war das. Hallo? Die Leiche hat den Soldaten alarmiert und seinen Zustand auf informiert geändert, wie die rote Zeugenanzeige zeigt. Aggressive Aktionen und sozial inakzeptables Verhalten werden nun höchstwahrscheinlich zu einer bewaffneten Reaktion führen. Mhm. Provozieren Sie den Soldaten. Tschüss. Kann ich eigentlich auch? Beachten Sie, dass sich Ihr Status verändert hat. Sorry. Benutzen Sie nun die Leiter und versuchen Sie, den Sichtkontakt zu unterbrechen. Kann ich nicht einfach mal... Ja, ist okay. Euch hol ich mir. Tschüss. Wo seid ihr? Exzellent. Der Sichtkontakt wurde unterbrochen. Mhm. Rennen Sie zum Dachgarten, um sich zu verstecken. Gut. Ihr Status zeigt an, dass Sie versteckt sind, aber der Soldat immer noch nach Ihnen sucht. Warten Sie, bis sich Ihr Status erneut ändert. Machen wir. So ist's recht. Verkriech dich, du Ratte. Mach ich. Aber so ein Tutorial ist, glaube ich, nicht schlecht, wenn man das schon ein paar Jahre nicht gespielt hat. Der Soldat hat Ihre Spur verloren. Sie sind wieder anonym und können Ihr Versteck verlassen. Exzellent. Darf ich jetzt bitte loslegen? Durch Anonymität füllen Sie Ihren Synchronitätsbalken und erleichtern sich Ihre Aufgaben als Assassine. Okay. Es gibt verschiedene Orte, an denen Sie sich verstecken können. Aber Sie müssen immer den Sichtkontakt unterbrechen, bevor Sie in einem Versteck verschwinden können. Mhm. Hallo? Sehen wir uns nun das Untertauchen an. Mit der Beintaste im Modus unauffällig können Sie untertauchen. Sie können einen Gelehrten imitieren, um unbemerkt an Soldaten vorbeizukommen. Tun Sie das jetzt, um die Markierung hinter dem Soldaten zu erreichen. Morgen, Freunde. Ich würde sie am liebsten angreifen, aber jetzt würde das alles nur noch mehr verlängern. Gut.
Ich glaube, wir können loslegen. Nun, da Sie synchron sind, verfügen Sie über eine neue Fähigkeit. Dieser sechste Sinn namens Adlerauge hat Ihrem Ahnen geholfen, die Absichten der Menschen in seiner Umgebung zu verstehen. Gut gemacht. Muss ich hier drin halten, eigentlich? Ich weiß gar nicht, ob das beim ersten Teil noch so war. Das Adlerauge steht Ihnen nur zur Verfügung, wenn Sie völlig synchron sind. Bedenken Sie, um synchron zu bleiben, sollten Sie dem Credo der Assassinen, der Lebensart Ihres Ahnen, folgen. Das Credo hat drei Gebote. Erstens, verletzen Sie nie einen Unschuldigen. Mhm. Zweitens, bleiben Sie diskret. Drittens, gefährden Sie die Bruderschaft nicht. Wenn Sie an Synchronität verlieren, können Sie diese wiederherstellen, indem Sie Schlüsselmomente im Leben Ihres Ahnen nachempfinden oder indem Sie das Credo befolgen. Sie haben das Tutorial erfolgreich beendet. Der stabilste Gedächtnisabschnitt wird nun geladen. Danke. Hat ja auch das Gefühl, eine Viertelstunde gedauert. Genau, also wird die erste Folge jetzt doch ein bisschen länger werden. Wartet, es muss einen anderen Weg geben. Er muss nicht sterben. Exzellenter Streich. Das Glück ist eurer Klinge hold. Nicht Glück. Geschick. Seht mir gut zu, vielleicht könnt ihr noch etwas lernen. Fürwahr. Er wird euch lehren, zu vergessen, was unser Meister uns lehrte. Und wie hättet ihr es getan? Ich hätte keine Aufmerksamkeit erregt. Ich hätte nicht das Leben eines Unschuldigen genommen. Ich wäre unserem Credo gefolgt. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Eines Tages werdet ihr diese Worte verstehen. Nicht wie wir unsere Aufgabe lösen zählt, nur dass sie gelöst wird. Das ist nicht der Weg. Mein Weg ist besser. Ich kundschafte voraus. Versucht uns nicht noch mehr zu entehren. Was ist unsere Mission? Mein Bruder sagt es mir nicht. Nur, dass es eine Ehre ist, teilnehmen zu dürfen. Der Meister glaubt, dass die Templer etwas unter dem Tempelberg entdeckt haben. Ein Schatz? Ich weiß es nicht. Aber unser Meister hält es für wichtig. Sonst hätte er mich nicht entsandt, es zu holen. Okay, unsere Taktik ist dann vielleicht nicht besser, aber ich schätze mal effizienter. So. Auf geht's ins Abenteuer. Hä, Manu? Nicht doof. Ja, aber wo? Der ist doch auch hier runter, oder? Nicht doof. Von hier sind wir gekommen, oder? Ja. Fängt ja schon mal super an, wenn ich hier gleich am Anfang feststecken bleibe. Danke. Was? Ernsthaft. Also wenn es noch ein bisschen hakt, also von meinem Spiel her, muss erstmal echt wieder in die Steuerung reinkommen. Sorry. Na, wer kennt's nicht? Muss ich das Ziel jedes Mal erfassen? Tschüss. Dort. Das muss der Schrein sein. Nein, doch nicht. Die Bundeslade. Seid nicht dumm. Die gibt es nicht. Das ist nur eine Mär. Was ist es dann? Schweigt! Da kommt jemand! Wir müssen dieses Tor hinter uns lassen. Je eher wir es haben, desto eher können wir uns um diese Schakale aus Massiaf kümmern. Robert de Sable. Sein Leben gehört mir. Nein. Wir sollen den Schatz bergen und Robert nur angreifen, wenn es unerlässlich ist. Er steht zwischen uns und dem Schatz. Es ist unerlässlich. Zurückhaltung, Altair! Ihr meint Feigheit. Dieser Mann ist unser ärgster Feind. Und hier ist eine Gelegenheit, ihn loszuwerden. Ihr habt schon zwei Regeln unseres Credos gebrochen. Brecht nicht auch die dritte. Bringt keine Schande über die Bruderschaft.
Ich stehe über euch, sowohl im Titel als auch im Können. Ihr solltet mich besser nicht in Frage stellen. Naja. Hochmut kommt bekanntlich vor dem Fall, ne? Oh. Hallo, kannst du? Danke. Und die haben mich noch nicht gesehen? Du kannst doch keinem erzählen. Halt, Templer! Ihr seid nicht die Einzigen hier. Ah, nun, das erklärt meinen fällenden Mann. Also, was ist euer Begehr? Ich muss echt jedes Mal das Ziel erfassen. Komme ich hier nicht? Nein, nicht! Ihr wisst nicht, worauf ihr euch einlasst. Ich schone euch nur, damit ihr eurem Meister diese Botschaft überbringt. Das Heilige Land ist für ihn verloren. Er sollte fliehen, solange er die Gelegenheit dazu hat. Bleibt und ihr seid alle des Todes. Zu den Waffen! Tötet die Assassinen! Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier hin muss, aber ich schätze mal schon. So, kann ich hier? Ja, kann ich. Hey, danke. War das nicht? Ja, doch, war hier oben. Ach, endlich mal wieder ausgiebig klettern. Wie schön. Ältere Gedächtnisabschnitte werden übersprungen. Vielleicht habe ich auch zu lange nicht mehr gespielt, weil irgendwie kann ich gerade... Es kommt mir nicht bekannt vor. Aber nur gut. Der allseits beliebte Ladebildschirm. Der aber wenigstens ganz cool bei Assassin's Creed ist. So. Ihr seid zurück. Rauf. Wie schön, euch unverletzt zu sehen. Ich hoffe, eure Mission war ein Erfolg. Ist der Meister in seinem Turm? Ja, ja. Immer die Nase in seinen Büchern. Er wartet schon auf. Ja. Ich danke euch, Bruder. Friede sei mit euch, Altair. Und mit euch. Dankeschön. Alles klar. Auf zum Alten. Er wird Ärger verursachen. Er sollte aufhören, sich wie ein Kind zu benehmen. Warte mal. Ach, da drüben ging's lang. Was tut dieser Narbe? Das geschieht dir ganz recht. Ja, sicher. Muss schon zur Papi. Muss ja Bericht erstatten. Und die könnten eigentlich auch mal aufhören, uns hier jedes Mal zu beleidigen, wenn wir... Aber was heißt beleidigen? Das geht ja eigentlich noch, aber... Sie können aufhören damit. Weil das geht echt das... Jedes Mal, wenn wir hier sind, das ganze Spiel so. So, gucken, ob ich mich noch einigermaßen erinnern kann, wo es wirklich hoch ging. Yeah. Nettes Häuschen. Aber drin wohnen würde ich, ehrlich gesagt, nicht. Warum rennt wohl. Er nur so? Ja, ich hab eilig. Er scheint ja wirklich in Eile zu sein. Ah, endlich kehrt er zurück. Abbas, wo sind die anderen? Seid ihr vorausgeritten, um zuerst zurück zu sein? Ich weiß, ihr teilt euren Ruhm nur ungern. Schweigen ist eine andere Form der Zustimmung. Habt ihr nichts Besseres zu tun? Der Meister schickt mich. Er wartet in der Bibliothek. Beeilt euch. Sicher könnt ihr es nicht erwarten, seine Stiefel zu lecken.
Noch ein Wort und meine Klinge bringt euch zum Schweigen. Dafür haben wir später noch Zeit. Bruder. Was für ein Bruder? Eine Festung dürfen wir auf dem neuen Trainer. Okay, gut. Dann halten wir uns mal zurück. Ei. Welche Ehre. Jo. Das war mal nett. Papi, wo bist du? Der Meister erwartet euch. Ja, hoppala. Na dann. Grüße. Hallo. Altair. Meister. Tretet vor. Erzählt mir von eurer Mission. Ich vertraue darauf, dass ihr den Schatz der Templer geborgen habt. Es gab Schwierigkeiten, Meister. Robert de Sable war nicht allein. Wann verläuft es jemals wie geplant? Unsere Fähigkeit zur Anpassung macht uns zu dem, was wir sind. Dieses Mal hat es nicht gereicht. Wie meint ihr? Ich habe versagt. Der Schatz? Ist verloren. Und Robert? Geflohen. Ich schickte euch, meinen besten Mann, um eine Mission zu erfüllen, die wichtiger war als alle davor. Und ihr kehrt zurück mit nichts als Entschuldigungen und Ausflüchten? Ich... Sprecht nicht weiter! Kein Wort mehr! Das habe ich nicht erwartet. Wir müssen eine neue Truppe zusammenstellen. Ich schwöre, ich werde ihn finden. Ich gehe und... Nein! Ihr werdet gar nichts tun. Ihr habt genug angerichtet. Wo sind Malik und Kadar? Tot. Nein! Nicht tot. Malik? Ich lebe wenigstens noch. Und euer Bruder? Erschlagen. Wegen euch! Robert trieb mich aus dem Raum. Es gab keinen Weg zurück. Ich konnte nichts tun. Weil ihr meine Warnungen in den Wind geschlagen habt. Es hätte vermieden werden können. Und mein Bruder... Mein Bruder könnte noch leben! Eure Arroganz hätte uns beinahe den Sieg gekostet. Beinahe? Ich habe, woran euer Günstling scheiterte. Hier, nehmt es. Obwohl es scheint, als wäre ich mit mehr als nur ihrem Schatz zurück. Meister, wir werden angegriffen. Robert de Sable belagert das Dorf vor Massiaf. Also sucht er den Kampf. Nun gut, ich werde ihn nicht abweisen. Geht, sagt es den anderen. Die Festung muss vorbereitet werden. Was euch angeht, Altair, unser Gespräch wird warten müssen. Geht zum Dorf. Vernichtet die Angreifer. Vertreibt sie aus unserer Heimat. So wird es geschehen.